So einen wunderschönen guten Tag, Dienstag, 20.06. 19.37 Uhr, pünktlicher als die Polizei erlaubt. Ja, so, wir heute endlich wieder zum Medientag auf Real Life Berlin. Ne? Ihr habt ja mitbekommen, letzte Woche ist ja leider ausgefallen, ja, da wir einige technische Probleme hatten. Ja, so, und wir fangen jetzt quasi diese Woche, geht's da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, macht ja Sinn, ne? So, da liegen schon wieder die neuen Aktenberge hier, ne? Also es geht schon wieder los hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Was ist das, eine Pizza? Ach, nee. So geht's mir. Ja, guckt mal, ja. Ich krieg eine Tasse, ja. So, und hab nicht mal eine Untertasse dafür, ja. Nix, ja. Ganz zu schweigen vom zweiten Monitor, ne. Der lässt ja immer noch auf sich warten hier, ne. Ja, schlimm. Würde dann nebenbei gerne Twitch gucken, ja, aber es funktioniert ja nicht, ne, weil ich habe ja keinen zweiten Monitor. Kann man so machen, ne. So, eigentlich hätte ich gar nicht mal so wenig Lust, jetzt erstmal ein bisschen zivil rumzufahren, ja, weil ich bin ja offiziell eigentlich noch gar nicht da, ne. Also offiziell sind wir eigentlich erst ab 20 Uhr da, ne. Also ich bin quasi noch weg. So, genau. Wir haben übrigens auch ein neues Sirenensystem jetzt bei uns auf dem Server. Dieses Sirenensystem. Das sorgt dafür, dass man die Sirene überall, ja, auf der Map hört. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Das heißt also, wenn die Feuerwehr jetzt einen Alarm hat, ja, so, und dann hört man diese Sirene jetzt auch überall. Ne? Also hier zum Beispiel bei der Polizei würde man die Sirene tatsächlich jetzt hören. Ne? Obwohl, wir machen das einfach mal. Wollen wir mal machen? Wir drücken einfach mal drauf und gucken, ob die Sirene losgeht. Wollen wir das mal machen? Ja, mal so ein bisschen Action. Ja, im schlimmsten Falle kommt die Feuerwehr her und dann sage ich, das ist so von alleine passiert. Ja, das ist, gab einen Kurzschluss und weil so heiß ist und so, ne? 29 Grad, ja. Kann ich mal machen, oder? Wir versuchen das einfach mal. Jugendfeuer, was hat denn der in der Hand jetzt? Der hat das Handy in der Hand. Der hat das Handy jetzt in der Hand. Ja, gut, ja. Allseits bereit, ja. Machen wir erstmal hier die Weste wieder aus. So. Normalerweise müsste ich ja jetzt. Nee, ich weiß gar nicht. Kriege ich auch einen Einsatz? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir stellen uns mal hier hinten hin. Der richtige Nuppel. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Ricky. Nee, wir hören die Sirene hier tatsächlich nicht. Wir machen uns hier mal ganz klein. Wenn die jetzt vorfahren, ja, dann sage ich, ich suche hier hinten was. Mir ist hier was runtergefallen. Und ich suche hier was. Nehmen wir mal, hier ist besser. Hier, neben dem Eimer ist es gut. Genau, ich suche den Akku von dem Handy, ja. So machen wir das. Kann man machen. Muss ich jetzt hier die BMA zurücksetzen? Das ist ja doof. Kann aber sein, dass vielleicht deshalb auch die Sirene nicht geht. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja, so, aber okay. So, dann machen wir jetzt einfach mal die BMA aus hier. Wird ein bisschen laut? So. Jonas, 2001, warte, ich komme gleich. Ja, genau. Warte, ich komme gleich. So, das machen wir nachher einfach nochmal, ja. Ich will das einfach mal testen. Ja, eigentlich wollte ich ja nur testen, ob die Sirene geht, aber die Sirene ging ja nicht. Ja. So, das war aber irgendwie, glaube ich, ein Befehl, den man ausführen kann. Ja, hatte mir der Patrick mal gesagt, ja. So, aber, ja, gut. Ist ja auch nicht so wild, ja. Das muss irgendwie noch gekoppelt werden oder so, ja. Also auf jeden Fall, wenn man diesen Befehl ausführt, ja, und dann hört man diese Sirene hier tatsächlich auf der ganzen Map. Überall hört man diese Sirene. Finde ich mega, mega, mega geil. Das heißt, ich muss den jetzt quasi nicht abschließen. Der kann jetzt überall stehen bleiben und man kann ihn einfach nicht klauen. Warum fährt denn der eigentlich nur so langsam? Muss das so? Warte mal. Hier kann ich doch...
umsonst reparieren. Komm mal, ruf das Brett. Mach auf das Brett. So, ich kann euch auch sagen, demnächst, ja, da ist hier unser Patrick Heingut, ja, so, also der Bottrick, ja, der ist hier die ganze Zeit da schon am Werkeln, am Machen und am Tun zusammen mit dem Andi, ja, werden wir einen neuen Würfelpaar kriegen. Und wir werden nicht nur irgendeinen Würfelpaar kriegen, sondern wir werden den Würfelpark für Berlin kriegen. Ne? Wir werden den Würfelpark für Berlin kriegen. Bombenfund. Alter, was geht denn hier? So. Meldung des Anrufers. Bombenfund. Was ist ein Einsatzort? Z-Ort. Okay, alles klar. So. Das ist jetzt ja auch alles neu. Ehrenamt. Okay. Wachdurchsage. Was ist eine Wachdurchsage? Fahrzeuge. Wir schicken jetzt einfach ihn hier mal hin. Ja, Alarmierung durchführen. Sonstige Lage. So, Bombenfund. Machen wir das mal so. Ja, Blaulicht darf er verwenden. Ja, und zack, Alarmierung durchführen. Und jetzt haben wir eine Alarmierung durchgeführt. Ach, guck mal, da sehe ich jetzt auch die Einsatznummer. Ne? Ist das die Einsatznummer? Die Einsatznummer ist die 3085. Guck mal, 3085, tatsächlich. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen neu. Aber okay. So. Dann schicken wir ihn einfach mal zu dem Bombenfund. Obwohl, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen neugierig, ne? So ein bisschen neugierig bin ich ja. Man kann ja mal kurz vorbeischauen, ne? 5005. Da. So, schauen wir mal, wo ist dann das hier? Das ist in der Kaserne, Alter. Wer ist denn um die Uhrzeit in der Kaserne? Sind die bescheuert oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also irgendwo. Ja, irgendwie hört man hier keinen. Falls da jemand gerade was über Funk gesagt hat, man hat sie nicht gehört. Oha. Scheint was Größeres zu sein. Ihr seht die Sirenen. Fliegeralarm, die Russen kommen. Putin lässt grüßen. Ich höre immer noch nichts über Funk. Ihr seht, wir haben sehr gute Sirenen. Da muss ich jetzt aber gerade einen Moment lang überlegen, ja, weil... Wollte gerade schon den Stream beenden und wollte zur Feuerwehr fahren. Ja, ein bisschen Krach hier, ne? So, hier soll ein Bombenfund sein. So, wo ist denn hier ein Bombenfund? Jetzt muss ich ja erstmal gucken hier. Wahrscheinlich in der Kaserne drin. In der Kaserne drin wurde eine Bombe gefunden. Das ist ja gar nicht mal so abwegig, ne? Ich höre einen Schraubhuber. Hier fliegt ein Hubgeschraubter rum. Da oben. Da fliegt er. Der Flieger. Kreist. Hier seht ihr übrigens die komplette Flotte
Hast du was gegen die Ukraine? Nein. Warum soll ich was gegen die Ukraine haben? Ich halte mich da ehrlich gesagt raus. Ich habe weder was gegen die Ukraine noch gegen Russland. Ich habe meine eigene Meinung dazu. Meine Meinung ist, dass man nicht einfach hingehen kann und kann irgendwo Land für sich beanspruchen, ja, weil man halt einfach cool sein will oder weil man irgendwelche Bündnisse aus den 90er Jahren wieder zurückerwecken möchte. Ja, das funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, aber ja. So, was macht er denn da oben jetzt hier? Ach, da war ein Scheinwerfer. Auch nicht schlecht. Gleich mal das Auto kaputt gefahren wieder. Gleich das Auto wieder kaputt gefahren. Aber weil du gerade sagtest, Ukraine. Ich habe mir heute mal eine Statistik der Videos angeguckt, ja, die wir hier so machen. Na? So mit Twitch und mit YouTube und wie auch immer. Und da war tatsächlich auf Platz 1 war Russland gewesen. Ja, als, also, naja, Deutschland logischerweise, ne, so, und das nächste, also Platz 2 quasi, ja, war Russland, ja, und ich glaube, die Ukraine war auf Platz 4. Ja. Fand ich krass, ja, dass unsere Videos wirklich so weite Kreise ziehen, ja, hätte ich nicht gedacht. Ja. So, da kommt was. Wer ist denn er hier? Mahlzeit. Haben Sie alarmiert? Tatsächlich nicht. Also ich wurde auch bloß hierher geschickt, ja, und ja, hab hier aber niemanden getroffen. Haben Sie eine Bombe gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, tatsächlich nicht. Das einzige, der Hubschrauber da oben, der kreist die ganze Zeit. Ich weiß allerdings nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Alles klar. Wir können ja mal gucken, was das für ein Hubschrauber ist. Das ist, was ist denn das? Polizeiheli? Das könnte ein Polizeiheli sein, oder? Alle anfahrenden Einheiten zum Bombenfund. Anfahrt ohne Sonderrechte. Bisher keine Bombe gefunden kommen. 1:13 für die 1. Und jetzt sollte derjenige sprechen. 1:13, falls Sie gerade geantwortet haben, Sie haben keine Stimme. Ich wiederhole, kein Signal. Ich höre, dass da einer spricht, aber ich höre nichts. 1:13, vielleicht sollten Sie einmal den Funk verlassen und nochmal neu in den Funk reinkommen. Ich fahre gerade einmal über die Rollbahn und gebe dann Bescheid, ob ich was gefunden habe. Ja, alles klar. Hier vorne, ich fahre zu den Baracken. So, wir fahren einfach mal zu den Baracken. Weil das Lustige ist, Bombenfund in der Kaserne, ja. Also ich meine, hier liegt überall Munition rum, ne? Also das ist jetzt nicht mal so abwegig. Ist aber eigentlich auch eine geile Nummer, um die Einsatzkräfte zu beschäftigen, ne? Bombenfund in der Kaserne. Ja, also wie gesagt, ich kann da jetzt nichts finden, was jetzt irgendwie auffällig aussehen würde. Also ich denke, dass das jetzt einfach ein Fehlalarm war. Da kommt die Feuerwehr schon. Die haben ebenfalls nichts gefunden. Denke ich mal. Oha. So, habt ihr irgendwas gefunden hier? Nee, ne? Negativ. Nee. Naja, ich denke, das wird ein Fehlalarm gewesen sein. Na gut. Gehe ich mal davon aus. Also ich bin jetzt die Baracken alle abgefahren, da war auch nichts Auffälliges, nichts Verdächtiges, nichts. Alles klar, Rollbahn war auch frei. Gerade mal als Frage, funktioniert bei euch euer Funk?
Tatsächlich nicht. Also wir haben, also ich sehe, dass der Kollege was sagt, aber ich höre ihn nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gut, jetzt dann sind irgendwie. überall Nur eins kaputte über mich, die eins eben. Sprechgarnituren im Umlauf. Alles klar, bei euch auch nicht, ja? Genau. Ja. Alles klar, okay. Die ist ja noch besetzt. Also wenn Feuerwehr da ist, dann klappt das auch. Wenn die Feuerwehr da ist, dann klappt das auch. So. So, hier seht ihr übrigens die ganzen Sirenenstandorte. So, also ihr seht, wir treten hier richtig was los. Gleich zweimal. Mahlzeit. Das Gebäude geräumt? Ja, Gebäude ist geräumt, ist aber auch nur ein Probealarm. Alles klar, verstanden. Wunderbar. So, also ihr seht, ja, die Feuerwehr, die ist auch ziemlich zügig, ist sie hier, ne? Also zumindest der KDOW, ja, ist, ne, bevor die Sirene fertig ist, sind die da, ne? Ist schon Hammer, ne? Ist echt schon Hammer. So, wen haben wir hier? Schneider, schönen guten Tag. Lage nicht zurückgesetzt. Ist er jetzt gefahren? Nee, oder? Ja, genau. Telefon hat das gleiche Problem. Ah, nee. Da, guck mal, kommt sogar eine Drehleiter an. Da kommt sogar die Drehleiter. Ja. Moin, ist noch wer im Mahlzeit. Gebäude? Nee, ist keiner im Gebäude. Handelt sich aber auch um Probealarm. Das habe ich dem Kollegen schon gesagt. Alles klar, perfekt. So, also ihr seht, wenn man hier auf Real Life Berlin die Knöpfchen drückt, ja, und dann passiert auch was, ne? Auch wenn die Rettungskräfte im Moment untereinander nicht so wirklich gut kommunizieren können, aber da sind wir auch dran. Man muss mal sagen, es ist ja heute quasi so der erste richtige Tag, ja, wo wir dieses neue System quasi austesten, ja, und wir testen das eben live. Da wäre es das hier. Bisschen Gaffer hier oder was? Gibt es auch ein Tape von, sogenannte Gaffer-Tape. Nee, das ist sogar ein Cop. Der fährt darin hier. Der fährt da rein. Gut, dann sind die ja raus, wenn wir noch kurz eine kurze Atemschutzübung machen wollen. Gut. Jo, danke euch. Alles klar, kein Problem, immer gerne. Wunderbar, macht's Dann. gut. Achso, übrigens, die Telefone funktionieren im Moment auch nicht. Wir haben ein Problem mit der Fernmeldeabteilung. Alles klar. Gut Ja. zu wissen. Jo, wunderbar. Ist klar. Wie gesagt, danke euch. Ruhigen Dienst Ja, noch, nichts ne? da. Gleichfalls. So, was hat er denn hier fallen lassen? Er hat hier irgendwas fallen lassen. Sieht aus wie ein paar Handys. Kann das deshalb sein, dass wir nicht reden können hier, weil der Feuerwehrmann alle Handys geklaut hat? Lob's ja wohl. Aber ich habe auch eins, sehe ich gerade. Ich habe auch eins in Radio, der Hand. was? Radio Fun? Ne, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und?
Mahlzeit. Bing. So, wo habe ich denn jetzt die Messages? Ist die jetzt hier drin oder was? Bei mir geht alles. Wie? Bei ihm geht alles. Kann das sein? Die blöde Frage, du hast jetzt aber über Funk nichts gehört, ne? Nee. Und über Telefon auch nicht? Nee. Okay. Weil der Platz meinte gerade, bei ihm geht alles. Der hat jetzt zweimal angerufen und bei ihm würde es gehen. Jetzt eben war er aber bei mir aber auch gerade oben und hat dann auch festgestellt, dass es nicht funktioniert. Okay. Wäh, macht überhaupt keinen Sinn. Bin im Funk gerade, mach das nochmal. Hä, was soll ich denn nochmal machen? Ich hab doch gar nichts gemacht, bin doch gar nicht im Funk. Gute Frage, ich sollte vielleicht auch nochmal wieder in Funk gehen. Versuchen wir mal. Funkcheck. Funkcheck, 1, 2, 3, Test, 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 kann man mich hören? Nö. Nein. Nein. Ja, sag ich doch, das funktioniert nicht. Ein wunderschönen. Ein wunderschönen, Herr Platz. Also funken kannst du, aber tut dich nicht reden. Ja, aber funken man hört kannst ja nicht. Du, aber die Gegenpartei, da kommt nichts an. Ja, macht ja keinen Sinn, wenn man nur für sich selbst funken kann, ja, macht ja keinen Sinn. Den macht ja. Aber ich halt mich da aus. Ja, Schmidt hat Flugverbot. Wieso hat er Flugverbot? Ordnung der Stadtverwaltung. Solange der Flugschein nicht da ist, darf ich nicht fliegen. Ah ja, okay. Ja gut, das, dafür kann ich dann nichts, ne? Das entzieht sich dann meiner Kenntnisse, ne? Aber ich sag mal so, dann drehen sie der Stadtverwaltung auf die Füße, ja? Weil, wie gesagt, ne, das okay von der Dienststelle, das haben sie gekriegt. Und ich habe keinen Fluss. Ja, und achso, die ja von der Dienststelle, das Go habe ich ja. Aber die Stadtverwaltung bzw. der Bürgermeister will die Fluglizenz noch sehen. Ja, naja, das ist ja richtig, ne? Da muss die erstmal her. Und da ich ja Fluglizenzen ja nicht ausstelle, wollte ich ja mal nachfragen, wie weit die entsprechende Dienststelle da ist. Weil ich hab den Antrag zwar gestellt, aber es wird ja nicht direkt da zur dementsprechenden Behörde geschickt. Das wird ja über das Präsidium ja zur Wache, zum dementsprechenden Zuständigkeitsbereich geschickt oder nicht? Ja, das ist richtig. Aber also ich kann Ihnen sagen, ja, dass der Zuständige, der ist aktuell gerade in einer mehrtägigen Sitzung. Ja, da geht es um die Umgestaltung des Würfelparks und das wird sich da sicherlich noch eine Weile hinziehen. Ich muss aber sagen, ja, dass der Antrag bereits schon vor anderthalb Jahren gestellt worden ist. Ja, also damit Sie mal sehen, ja, wie schnell diese Behörde tatsächlich arbeitet. Ne? Weil gucken Sie mal, ich habe vor 2 Jahren bereits einen Antrag gestellt auf dem zweiten Monitor, ja, und gehen Sie mal hoch in mein Büro und gucken Sie mal, wie viel ich da stehen habe, ne? Das ist ja ein bisschen ein. Ja, super. Ja, es ist ja einfach so. Ja, also, sprich, im Grunde genommen muss eigentlich eine Sondergenehmigung. Ja, aber auch die muss ja beantragt werden, ja, so, und die muss beim zuständigen Ordnungsamt beantragt werden tatsächlich, ja, weil es ja da auch um die Flugverbotszonen geht, ne? So, und ja, das ist im Moment auch schwierig. Deshalb, wir müssen erstmal den Umbau abwarten. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Wer ist denn das eigentlich hier unten? Wir müssen ja auch eigentlich noch abwarten, bis der Bürgermeister vom Urlaub wiederkommt. Ja, ist das der Bürgermeister nicht hier unten? Der war wieder in der Zeitung hier, der Dicke. Gucken wir. Nee, das ist er nicht. Aber sicher ist er das? Nein, das ist ein Schwerverbrecher. Na, das erkenne ich doch hier. Der ist auch ein Schwerverbrecher hier. Aber stimmt, mit dem Bürgermeister muss ich sowieso noch mal quatschen, beziehungsweise ja, muss ich jetzt eigentlich heute noch mal zum Rathaus aka Gerichtsgebäude. Okay. Was willst du da? Ach, wegen hier, ja, was wir da doch vor 2 Wochen da noch hatten. Da hatte doch der Richter doch was angesprochen wegen Notar etc. Ja, der ist in Urlaub, der ist auch vorbei. Ja, der kann sich's ja auch leisten. Ja, wieso sagt er mir dann, dass ich dann in 2 Wochen dann hier wieder aufschlagen soll? Die 2 Wochen sind um, hier bin ich, wo ist er jetzt? Ja, Entschuldigung, ich hab das Schriftstück oben in meinem Büro, quasi bei der Steiner da Ecke.
Naja, ist ja auch Ihr Büro, können Sie ja schon sagen. Deswegen will ich ja einen zweiten Monitor haben, ja, weil Sie mit den einen ja immer so voll krümeln mit Ihren Donuts da. Ja, wie gesagt, Bürgermeister und Dings sind im Urlaub, die sind auch dabei, die lassen es gut gehen. Ja, das ist immer so. Mit unseren Steuergeldern hier. So, Unglaublich. mach doch mal die Tür auf hier, mein Gott. So, ich möchte jetzt die Warnjacke. Wenn ich jetzt Motorrad habe, dann nimmt er nicht nur den Helm, dann nimmt er das Ganze, ne? Naja, gut, dann ist es halt so, dann laufen wir halt heute alle schwarz rum. Ist ja also auch egal. So, wenn, dann muss das ja schon stimmen, ne? Also, komm, mach die Tür auf hier. Wenn dann ein Polizist Scheiße baut, kann man wenigstens nicht mehr von den anderen unterscheiden. Das ist dann wieder das Positive. Dann kann man sagen, der mit dem gelben Helm war es. Auch nicht schlecht. So. Hä? Also ich muss aber allerdings erstmal tanken, ne? Okay, ich weiß nicht, ob er es jetzt verstanden hat, aber es ist das eigentlich auch egal, weil ich muss tanken. Bringt mir alles nichts, wenn ich jetzt hier rumstehe, ja, und Quatsch, Quatsch und ne? Mopeds sind schon geil, ne? Jetzt mal ohne Müll, also so eine Motorradstreife, ja, die hat schon was, finde ich, ne? Also wir ja alle 3 Tage, ja, ist klar. Das läuft dort natürlich schon. ja, hat ja auch den Vorteil, ja, wenn wir jetzt eine Verfolgungsjagd haben oder sowas, ne? Dass wir dann alle gleich viel Sprit im Tank haben. Das nochmal. Ich sagte, wenn wir eine Verfolgungsjagd haben, dann haben wir Ja. alle gleich viel Sprit im Tank. Ja, das stimmt. Macht Sinn. Das sieht hochprofessionell aus, muss ich sagen, Leute. Hochprofessionell. Na, was hat ne? So, also würde ich sagen, verlegen wir mal zum Würfelpark. Okay. Wer war denn das jetzt? Hat sich da jetzt einer hingepackt? Da hat sich doch jetzt gerade einer hingepackt von denen, oder? Was? Kann gar nicht sein. Da glaube ich ja jetzt nicht. Wieso steht der denn schon wieder hier, die Dreckskiste? Achso, ich dachte, meine Augen sind schon wieder kaputt. Der steht doch schon wieder hier, den habe ich doch vorhin erst abschleppen Dicke lassen Audi. hier. Und jetzt sind sie gerade gegengelaufen und dem fehlt gerade eine Tür. Also, schicke Audi, muss man sagen. Das ist eine Uhr. Hä? Was? Da ist eine Uhr. Wo ist eine Uhr? Da ist eine Uhr. Direkt dahinter ist eine Parkuhr. Hier. Ja, da parken aber keine Fahrzeuge. Marco Klein hier, Hier das steht Fahrzeug. bereits ein Auto. Wo? Ach, hier. Das Fahrzeug hört Marco Klein. Ja, dann weiß ich auch, warum der jetzt wieder da ist. Alles klar, passt, ja. Gut.
Aber warum steht der denn dort und nicht hier? Das ist irgendwie alles gerade ein bisschen seltsam. Gut, er ist sauber. Was, wer ist sauber? Der Herr Klein ist sauber. Der ist sauber? Ja, ich habe gerade seine Akte geguckt. Tut mir leid, Entschuldigung. Der schwarze BMW ist zugelassen auf Marco Klein. So, da habe ich natürlich das Strafregister geguckt, ob der sauber ist. Der ist sauber. Der ist von der Feuerwehr. Lass uns mal zur Feuerwehr fahren und mal gucken, ob der Klein da ist. Okay. Dass der dann Fahrzeug hier mal umparkt. Können wir ja mal so machen. Jemand da? Wo bleiben denn die anderen beiden? Ach, hier ist er da. Einer ist ja hier. Okay. Läuft der Geschäft? Oha. Scheint keiner zu sein. Also die Nussschale auf dem Kopf, die geht ja schon ein bisschen. Ne? Kann man die irgendwie abnehmen hier? Ich will die Nussschale. Nee, kann man nicht abnehmen. Ja, aber das ist doch, sieht doch komisch aus hier. Was kann man die nicht? Hier ist offen, kommt mal hier durch. Okay. Hallo? Also ich hab die komische Nussschale weg. Mensch, hier ist alles offen. Hallo? Jemand hier? Ich stelle fest, es ist Tag der offenen Tür hier. Jo. Hallo. Aber nicht der RW Kran. Wo sind die denn alle hier? Hier ist alles auf. Hallo? Keiner zu Hause, ja, nee, es ist keiner zu Hause, es aussieht Umkleidekabine, okay. Gym, die sind bestimmt alle beim Gym hier. Ich höre hier was. Ich höre hier was. Rauchen bestimmt hier alle auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Nee. Da, ah nee. Hä? Hä? Wer war denn das jetzt hier? Hä? Hier ist doch gerade einer gelaufen, der so ausgesehen hat. Wo ist denn dem sein Helm? Okay, spinne ich jetzt? Sagen Sie mal, wo haben Sie denn Ihren Helm hin? Den habe ich abgesetzt. Wie, den haben Sie abgesetzt? Den habe ich abgesetzt. Wieso, wie haben Sie den abgesetzt? Ja, wie setzt man wohl einen Helm ab? Einfach auf. Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht. Ich werde es auch nicht tun, weil ich dann direkt wieder das Barett aufsetze. Na, dann setzen Sie es halt doch nicht auf. Ja, deswegen setze ich meinen Helm auch nicht ab. Sie sind ein unlogischer Mensch.
Wenn ich kein Barett aufsetzen will, dann setze ich doch kein Barett auch auf. Wenn ich einen Helm absetze, setze ich kein Barett auf, wenn ich es nicht will. Ja, aber wenn ich einen Helm aufsetzen will, dann kommt da nicht der Helm raus, sondern das Barett. Herr Schmidt, nee, ist wirklich gar keine. Waren Sie damit schon mal beim Arzt gewesen? Nö, ja, jetzt genau. Keiner hier? Um ehrlich zu sein, ja, aber der Arzt weiß selber auch nicht, was es ist. Okay. Also wenn ich jetzt den Helm absetze, so, dann sagt er mir, ich habe keinen Helm. Wieso hat der seinen Helm absetzen können, ich nicht? Aber wissen Sie, wie wir die hierher kriegen? Ich habe gerade die Mega-Idee. Oh je, jetzt kommt's. Ja, gucken Sie mal. Sie sehen da zufällig gerade auch so einen kleinen schwarzen Knopf, ne? Ja, da, was steht denn da? Da steht doch was. Da steht Scheibe einschlagen, Knopf drücken. Da fehlt noch ein kleiner Zusatztext, um. Weiß, da fehlt nämlich noch, um die Feuerwehr zu rufen, ne? Beschalt doch mal die Sappel jetzt. Nö. Nina, was ist, beeilige dich hier gleich. Wo ist also, denn die Feuerwehr jetzt? Die Feuerwehr hat aktuell gerade eine Übung, tut mir leid. Also. Okay. Herr Platz, haben Sie einen Schlagstock dabei? Ja. Einen Schlagstock? Ja. Warum? Wenn ja, suchen Sie sich mal eine Scheibe von denen aus und schlagen die mal ein. Warum soll ich jetzt hier ran? Das muss machen, nö. Das war nein, wenn Sie das machen, nein. Hören Sie mir doch mal zu. Ja, wenn Sie da eine Scheibe einschlagen von denen, kann ich hier den Knopf drücken und dann kommt die Feuerwehr her, weil da steht Scheibe einschlagen, Knopf drücken. Die haben aktuell eine Übung. Ja, naja, das also ist wenn, da können Sie doch machen. Nein, ich werde das nicht machen. Tut mir leid, das möchte ich machen. Wieso nicht? Das ist nicht auf meine Mist, die Wachsenden. Nicht. Herr Schneider, wenn Sie die Verantwortung dann dafür übernehmen, mache ich's. Ja, da kann man doch mal rankommen aus Versehen, ne? Gut, dann nicht. Herr Schmidt, jetzt sind Sie ja doch rangekommen. Mensch, raus hier. Wo geht's denn hier raus da? Raus hier, schnell, schnell. Wo geht's denn hier raus? Sind die offen? Herr Schmidt, was haben Sie da wieder mit Ihrem dicken Hintern gemacht? I don't understand you. Sorry. Rede zu laut. Ich habe gesagt, was haben Sie denn da wieder mit Ihrem dicken Hintern gemacht, Mensch? Hä? Aber gucken Sie mal, wie auf einmal die Feuerwehr da ist, ne? Moment mal, 87 Kilo nennen Sie fett? Na, gucken Sie sich doch mal die Kiste an. Von den 87 Kilo sind ja 60 alleine im Hintern. Boah, meh. Da muss ich es gerade nicht haben. Genau, der mit dem gelben. Mit dem gelben Hauben. Die haben alle gelbe Hauben. Hallo, Polizei. Ja, hallo. Hi.
Der wo in unserer BMA rumgespielt. Nein, der Herr Schmidt, der wollte sich hier oben im, bei euch im Flur drehen, ja, und das Problem ist, dass die Kiste ein bisschen extrem weit nach hinten geguckt hat und da ist er an den Knopf gekommen. Das tut ihm auch sehr leid. Soll ich ihn ausrichten? Er schämt sich auch, deswegen ist er jetzt hinter das Gebäude gelaufen hier. Alles ja, klar. Passiert. Ja, ne, wie gesagt, da fährt er jetzt schon hier, ne, also er hat Herr Schneider wirklich... übernimmt die Verantwortung! Das ist so wohl eindeutig. Ja, wie gesagt, es ist, ne, er kann nichts dafür. Ah, ne, es schmeckt ihm halt sehr gut, sagt er. Alles klar. Wieso waren okay, wir denn ursprünglich ja. eigentlich hier? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Herr Platz, warum waren wir eigentlich hier gewesen? Ich habe Alzheimer, keine Ahnung. War doch mit der Kleinen. Schon wieder Bombenfund. Muss eigentlich los. Na, nee. Das kriegt ihr von der Pol wahrscheinlich auch selber hin, oder? Was ist denn mit dir los? Ich hab gedacht, du bist hier Chef, was ist denn los hier? Bist du, ich hab hier irgendwo meinen Vertreter stehen, irgendwo. Den nicht. Aber er ist hier irgendwo. In der Einsatzleiter ist er. Ja, dich! Ja, ich muss aber auch weg. Meine Schicht Schlecht. Ist seit 20 Minuten zu Ende. Meine seit 50. Ach, hier steht alleine. Nachtschicht ist jetzt da. Also 9.33.1, auf geht's. Und übernimmt der Herr Kaiser. Der Herr Kaiser? Ist der nicht von der Hamburg-Mannheimer, der Herr Kaiser? Oh, welche Fukuhela ist denn hier an? Hallo? Das ist mein Moped. Ja, gar nicht. Nee, das ist da nicht. 9331 hatte ich gesagt, ne? Postel 9331. 331? Verlassen Sie sofort den Bereich. Es wurde eine Fliegerbombe gefunden. Es ist keine Übung. Was? Wo wollen Sie hin? Na, zu 9331. Na, sagen Sie mal, haben Sie den Dispatch nicht bekommen? Den Dispatch habe ich, aber der hat mich zur Feuerwehr geführt. Moment mal jetzt, wir sollen jetzt mal... Ja... Ja? Was habe ich denn jetzt eigentlich... Moment. Hm? 93.31, wir sind auf 93.34, das ist direkt hier. Ja, jetzt muss ich sagen... Ja, der Dispatch ist tatsächlich hier. Wir können ja mal so tun, als ob ja, wir die Straße absperren, als ob wir Polizisten wären. Stehen sie da alle wie ein Ölgötze hier? Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, jetzt ist dieses Horn wieder an. So, dann machen wir jetzt mal hier. Jupp. Genau. Sag ich doch hier. So, jetzt machen wir mal eine Sperrzone hier. Eieiei. Alles muss man selber machen hier. Ist aber auch schlimm. Sperrzone erstellen. VKU, eigener Grund. Eigener Grund. Wir nehmen mal einen Radius von. Ja, ist doch richtig. Beruhige dich. 200, das ist... Angemessen, ne? Sperrzone erstellen, eigener Grund. Bombenfund. So, zack. So, wunderbar. Jetzt haben wir die Sache erstmal. So. Ja. Geht das Funk jetzt oder geht das nicht? Geht nicht. Alles klar. Na, Sie sind doch bei der Feuerwehr, oder? Ja. Ja, Sie könnten mir mal sagen, wer das gemeldet hat hier. Ein Florian Schneider. Was? ja. Okay, jetzt mal ganz langsam, ne? Also, das kann ja nun mal nicht sein.
Angaben zum Anruf. Okay, warte mal. Will mich hier gerade irgendeiner rollen? Das Telefon lautet die 571. Ja, rufen Sie mal an, die 571. Das ist ja hier, also irgendwie, sind hier Kameras? Versteckte Kamera oder so? Was ist das hier? Verstehen Sie Spaß oder wie? Ach Mann, ich bin, seitdem die neue Leitstelle hier ist, blicke ich hier nicht mehr durch, wie man das macht. Eddie? Was? Du warst doch da vorne gerade weg, ne? Oh. Da, vorne. Da warst du doch weg. Ja, und danach kam Dispatch. Richtig. Mit meinem Namen. Also ich schieb ja gerne alles Platz in die Schuhe, ne? Aber der war bei mir, also von daher bleiben ja nur noch Sie. Ich hab den Dispatch ja auch bekommen, deswegen bin ich ja wieder zurückgefahren. Ja, den haben Sie ja von mir bekommen. Haben Sie jetzt eine Ohrbombe oder was? Ah ja, so ist das. Alles klar, dann schreibe ich mal hoch. Sagen Sie zu dem Florian Schneider mal, da soll mal hierher kommen. Okay. Das ist eine sehr gute Idee. Machen Sie das mal. Alter, jetzt bin ich mein Telefon, das ist doch nicht normal. Nein, nein, das macht er jetzt gerade nicht wirklich, oder? Der kann ja mit mir sowieso nicht das reden. Das macht er jetzt gerade nicht wirklich. Wir machen das jetzt mal. Ja, ja, bitte. Hallo? Ja, er kann ja mit mir nicht reden. Aber er ruft ja den Disponenten an, das bin ich ja. Ich hab nicht erreicht. Haben nicht erreicht? Nee. Das ist aber schlecht. Ja, versuch das doch mal, meine Güte. Schneider, schönen guten Tag. Guten Tag. Nein. Kannst du das nochmal wiederholen? Nein, das ist falsch. Der Bombenfund ist am Würfelpark. Die Postleitzahl lautet bei uns 9331. Nee, ist am Würfelpark. Kommen Sie ganz schnell hin, hier explodiert's gleich. Es ist nicht hier. Falsche Postleitzahl. Wo ist es denn? Da explodiert's fast gleich. Wo denn? Am Würfelpark. Ja, dann nix wie hin. Nehmen Sie sich hier Klamotten und hin da. Nee, wieso? Weiß ich nicht. Wie kommst du denn darauf, von 5 Usern sind 4 an der Feuerwehr? Was? Na jetzt? 3 Chinesen auf dem Kopf drauf, weißt du was? Was haben sie? Waren sie jetzt auch dahin? Wer? Ja. War? Ich hab gefragt, wer? Alter, wo laufen die alle hin? Was ist hier los? Wer? Ich möchte mich am liebsten in den Heli setzen und das von oben nur noch amüsant und ansehen. Stimmt mit ihm nicht. Der fährt jetzt nicht zum Würfelpark. Ich glaube, der checkt gerade selber nicht, was hier gerade los ist. Ich hab vorhin noch gerade gefragt, es sind 4 Leute an der Wache. Beziehungsweise, ich habe gerade gesagt, es sind 5 Leute online und 4 sind an der Wache. Merkt er eigentlich selber, ne? Und der checkt es nicht. Ja, nee. Der fährt jetzt wirklich los. Ich brech weg. Da? Nein! Ich kann auch mal waschen. Alter! Wir fahren den mal hinterher. Was stimmt denn mit ihm nicht, Alter?
So, wo ist jetzt die Bombe? Ja, das frage ich mich gerade auch. Am Würfeltag soll sie sein. Hm. Wo sind Ihre Kollegen eigentlich hin? Die mussten gerade ganz kurz zu einem weiteren Einsatz. Ansonsten gehen Sie doch noch mal kurz vorne zum Führerhaus und rufen Sie den Schneider noch mal an. Schneider? Ja, Feuerwehr Berlin. Wir wären jetzt am Böckenpark, es gab ein paar Komplikationen, deswegen hat es etwas länger gedauert. Ja, wir sind mittlerweile, wir haben verlegt, wir sind mittlerweile am Casino. So, Meister, wie sieht's aus? Die Bombe ist jetzt zum Casino gewandert. Okay, bestimmt eine Autobombe. Ja, wahrscheinlich. Abfahrt. Ja, beeilen Sie sich. Der fährt jetzt nicht wirklich zum Casino, oder? Spielen das Spiel mal mit. Mal gucken, wie lange der sich verarschen muss. Das ist ja unglaublich eigentlich, ja? Das ist doch dieselbe. Das ist doch dieselbe Stimme, oder? Es geht ja kein Telefon, deswegen stelle ich mich ja immer da in die Nähe, ja, damit er mich hört. Das ist unglaublich. Ah, ist zu geil. Der Herr Schneider hat gerade angerufen, die Bombe, die befindet sich oben auf dem Dach. Ja, wir müssen da mit einer Drehleiter rauf. Ich geh sie wollen. Ich brech ab, Alter, ich brech. Ja. Jetzt fährt der die Drehleiter rein. So, gut, nichtsdestotrotz werde ich jetzt den Stream beenden müssen, leider. Ja, aus dem einfachen Grund, weil, die Schwiegertochter aktuell gerade alle 3 Minuten Wehen hat, ja, und so wie es aussieht, dass das zweite Enkelkind auf die Welt kommt, ja, und dann müssen wir jetzt ins Krankenhaus fahren. Deswegen mache ich es jetzt auch kurz und knapp. Ich sage tschüss, macht's gut, ja, und wir hören und sehen uns dann. In diesem Sinne, bis denne.